Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Anno Let's Play Roos Replaycast. Wir befinden uns bis auf weiteres natürlich immer noch in dem Turnier, das Legio 4 und der Jackson Green Clan zusammen ausgetragen haben. Ein bisschen auch, um rauszufinden, wer von beiden jetzt eigentlich der Bessere ist, denke ich. Aber wir befinden uns gerade erst im Halbfinale, sind also noch ein bisschen von dem Finale entfernt. Insofern, jetzt läuft es nach dem K.O.-System, das weiß ich. Ich weiß nicht genau, wer hier jetzt antritt, aber ich glaube, das ist aus der zweite Gruppe B gegen den ersten aus der Gruppe A und der erste aus der Gruppe B gegen den zweiten aus der Gruppe A. Oder irgendwie sowas in der Art. Und jetzt läuft es im K.O.-System weiter. Also das heißt, wer in diesem Spiel verliert, ist raus. Aber wir sehen viermal Legio 4. Das heißt, Legio 4 ist damit auf jeden Fall im Finale vertreten. Und zwar kämpft hier einmal Legio 9 als Russe und Legio 4 Seth als Franzose gegen Legio 4 McMatty und Legio 4 Erzagio. McMatty spielt Franzosen, Erzagio spielt hier die Deutschen. Das ist wieder so wie alle Spiele bisher. Es wird sehr gerne der Franzose gewählt. Wieso auch immer. Ich würde dann eher Amerikaner Deutsche nehmen oder so. Weil die einfach um Welten besser sind in manchen Punkten, weil die halt einfach der Allrounder sind. So, aber McMatty. Blitz, Erzagio, Blitz und Tarnnetz geht hier aufs Flugfeld und das Siegfried Blockhaus hätte ich jetzt nicht erwartet von ihm, aber gut. Nebenbei McMatty hier mit drei Nachschubdepots unterwegs, der Artilleriebasis, der Panzerbasis und auch bei ihm der Maginot. Zusätzlich jetzt gleich der Aufklärer hier für Erzagio. Hier kommt die Artilleriebasis. Wir können bei Seth mal reingehen. Hier kommen jetzt zwei Nachschubdepots. Was wird das? Eine Panzerabwehrbasis. Was wird das? Eine Panzerbasis. Die wird abgefangen. Das Tarnnetz kommt etwas zu spät. Da soll die Panzerabwehrbasis hin. Da ist auf jeden Fall der Maginot. Der wird jetzt gesehen. Na, bleibt er mit der Panzerbasis? Bleibt er jetzt da? Na, sieht ihr den Truck? Müsste noch ein bisschen nach da fahren. Auf jeden Fall hier. Nein, ist auf das Flugfeld gleich gegangen, die Kaserne. Und ein Nachschubdepot. Das heißt, hier gibt es drei Nachschubdepots insgesamt. Gegen vier Nachschubdepots. Da steht bei mir auch ganz klar vorne, wer da zu sehen ist. Die Basis wird tatsächlich abgefangen. Außerdem geht Zeph hier auf leichte Artillerie anstatt auf die, sagt mal schnell, anstatt auf die Artillerie, auf die er gehen könnte, der Jack wird den H5 und H11 abfangen. Und danach hat er die Bomben nicht abgeworfen. Das ist sehr, sehr blöd für ihn. So, jetzt, möchte er hier den Jack abfangen, der angegriffen hat, wird dabei aber angegriffen von dem Jack, der halt noch so da war. Das heißt, Erzagio hier gerade mit argen Problemen in der Luft gegen die Jacks. Hier, der Gegner pokt hier gerade so ein bisschen mit Artillerie rein. Gucken wir mal kurz, was das wird jetzt, die Panzerabwehrbasis. Wobei gar nicht so viel Panzer gespielt wird. Moment hier, der Maginot geht bald kaputt. Dass dort ein Maginot steht, das hat das Team noch gar nicht auf der Pfanne. Das wird später also interessant werden. Und dann wird jetzt auch auf den Panhard geschossen, nicht auf den Siegfried. Ich meine, natürlich gefällt das auf jeden Fall dem Siegfried, der auch wirklich gut platziert ist. Also hier Infanterie Rushes sind komplett denied, hier auch. Hier der Maginot wird jetzt zerflext. Was wurde noch verloren? Achso, Bomber und Jagdflieger. Genau. Blinkt der? Nein, der blinkt nicht. So, jetzt der Kampf Jagd 3 gegen ME. Den Kampf gewinnt die ME. Das
heißt, der gedeckte russische Jäger. Ich sag jetzt, die Me gefällt das, weil die Me ist ein nicht gedeckter Jäger und der Jagd 3 ist ein gedeckter Jäger. Und wenn ein Jäger, den man taggen muss, gegen einen Jäger gewinnt, den man so hat, ist das nicht so geil. So, hier wollte McMatty mit seinem Panhard ein bisschen gegen die Artillerie vorgehen. Das funktioniert aber nicht, denn Seth hat gleich Lefleys zur Stelle. Azagio spielt deshalb, weil die Mees gegen die Jacks so gut sind, spielt jetzt hier auch weiterhin auf Mees. So, sein Tarnnetz ist ausgelaufen. Zusätzlich baut er jetzt einen Bomber. McMatty geht hier, denke ich, jetzt auf das nächste Nachschubdepot. Genau. Geht jetzt auf ein weiteres Nachschubdepot. So, jetzt zieht er Badum. Genau. Jetzt zieht er die Lefleys in die Range des Maginos. Damit weiß der Gegner jetzt auch, oh, der Kollege hat dort hinten bösen Maginot-Bunker. So, Azagio räumt hier mal eben kurz mit der russischen Luftwaffe auf, die gerade am Rumfliegen war. Verliert dabei, glaube ich, jetzt einen Jäger. Genau, sein Gegner hat aber drei oder vier Jäger verloren. Oh, na gut, ich dachte schon, den Jäger kriegt er jetzt auch noch, den Jäger kriegt er nicht mehr. Ja, nee, man braucht zwei. Also zwei Bomber für so Gebäude und so. So, die Panzer, das wird wieder eine Panzerbasis. Insgesamt, was ich gut finde, ist, dass die Gebäude einigermaßen aggressiv gesetzt werden. Was ich schlecht finde, ist, dass sie so nah zusammengesetzt werden. Naja, also der Russe jetzt hat gemerkt, mit Flugwaffe kann man da nichts mehr reißen. Hat jetzt auch selbst drei Nachschubdepots gebaut. Zusätzlich ist jetzt hier halt McMarty mit seinen S-35 reingekommen. Hier der Maginot wurde vernichtet, wann der Siegfried vernichtet wurde, habe ich gar nicht mitbekommen. Also insgesamt ist hier auch gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also geht Punkte über Punkte. Der Poke hier ist jetzt natürlich richtig heftig, ne? Mit Guardia gegen mittlere Panzer anzurennen. Dann braucht man Blitz und Fanatismus. Blitz wäre eh gut, weil dann kommt der Lefley auch in Position. Wobei ich jetzt fast hier mal McMatty empfehlen würde, gönn dir mal einfach einen Blitzangriff. Aber egal, hier mit dem, dass das Nachschublager kaputt ist, dass er jetzt hier noch Nachschubtrucks kaputt bekommt. Na, den Aufklärer weg, das ist traurig. Zusätzlich kriegt er jetzt hier die Infanterie, die halt den S-35 da auf die Pelle rücken will. Jetzt kriegt er auch den Blitzangriff dort. Nebenbei rennt er hier vorne mit Artillerie und seinem B-1 bis in die gegnerische Basis. Die Artilleriebasis geht kaputt, die Panzerabwehrbasis ist gleich auch hinüber. So, jetzt geht's hier dem Guardian in den Kragen. Jetzt geht's hier aufs Nachschubdepot. Parkt jetzt auch erstmal, bis das Nachschubdepot halt kaputt ist. Die Lefleys schießen in der Zeit schon mal schön rein. Bewegt sich jetzt hier einigermaßen aus der Range. Der Lefleys dann ein Schuss kann er tatsächlich mal kassieren. Irgendwie ist automatisch Feuern auf Gebäude gerade nicht an. Das ist ein bisschen traurig. Aber nicht zu ändern. So, hier geht es jetzt mit einem Bomber auf die Panzerabwehrbasis, dass die überleben bleibt, ist klar. Na, hier hat Azagio ein bisschen im Micro gefailt, hätte er den Bomber noch ein bisschen weiter reingezogen und dann rüber, wäre dort eine höhere Siegchance gewesen. Ich weiß nicht, hat er jetzt da Spion gewirkt? Ja, okay, hat Spion gewirkt. Möchte hier jetzt also gegen die Camels vorgehen. Das ist eine sehr gute Idee. Nebenbei macht er hier halt mit dem zweiten HE der Panzerabwehrbasis dann den Gar aus. So, nebenbei schießt halt McMatty hier mit schwerer Artillerie hier drauf, beziehungsweise hat auch schon auf die Kanonen geschossen. Hier hinten der S-35 klärt gerade ziemlich gut. Der Guardia kommt nicht ganz ran, jetzt kommt er ran, also hat hier hinten sehr schön gemicrot, ist sehr schön dem Gegner auf die Nerven gegangen. Hat ihm zwei Nachschubdepots abgenommen, ein paar Infanteristen kaputt gemacht, ein paar Nachschubtrucks vernichtet.
Also der Poke, alles in allem sehr wirkungsvoll. Vor allem, weil Azagio die Zeit genutzt hat, um hier aufzustocken, geht jetzt auch selber auf die Panzerbasis. Ja, kann man mal machen. So, jetzt geht's hier mit. Jetzt wird hier mit schwerer Artillerie auf diesen Blob von Einheiten geschossen. Jetzt müsst ihr nur noch mit der leichten Artillerie da draufhalten, dann wäre alles gut. Okay, hält stattdessen auf die Leflis. Kann man auch machen. Die ersten Leflis gehen und schon unter Beschuss der Artillerie jetzt kaputt. Zusätzlich hat er jetzt den ARL da. Na, da sieht man jetzt wieder, was das Blöde ist, wenn man blobt. Dann hätten sogar jetzt eventuell beide zwei nur gereicht. Haben die hier auch Spion? Ja, auch die haben hier Spion gewirkt. So, aber im Gegenzug geht es jetzt auch dieser Artillerie an den Kragen. Rache ist süß und tödlich. Aber insgesamt wird sich nachschubmäßig hier sehr auf die Flanken, nee, nicht so auf die Flanken oder aufs Zentrum konzentriert, sondern nur die eigene Basis sozusagen. Um die geht es hier. Das Team hat mittlerweile diese beiden Nachschubdepots wieder annektiert. Annektiert jetzt auch das Nachschubdepot. Dieser Jäger wird hier verfolgt. Von drei Jagd 3. Die kriegen den aber nicht, denn er geht einfach sofort in den Sinkflug. Und dann hat sich das. So, McMatty hier ein ARL nach da, ein ARL nach da. Das ist gut. So, der Kampf hier geht jetzt zu Azagios Ungunsten aus, würde ich fast sagen. Er hat jetzt im Moment zwei Flieger verloren und nur einen Jack bekommen. Das ist sehr traurig. So, McMarty geht jetzt auf das erste Verwaltungsgebäude. Ja, natürlich, wenn man die Luftüberlegenheit hat, sollte man sie nutzen. Ist so. Kennt man. Nebenbei geht er jetzt hier mit dem ARL gegen die Sau vor. Und Azagio möchte ihm hier ein bisschen helfen mit seinen Jagdfliegern gegen die Leflis. Die hier auch nur im Moment schreiend im Kreis rumlaufen. Und jetzt beseitigt er den Sau. Ja, er hat verträgt halt doch einigermaßen viele Schüsse. Weil er vor allem auch gegen so einen Leffly im 1 gegen 1 gewinnt er da um Längen. Weil er halt einfach. Er braucht einen Schuss und der Leffly braucht mehr, bei weitem mehr als einen Schuss. Wobei ich glaube ich sagen würde, dass 4 Lefflys gegen. Warte mal, hat der ARL 12 oder 4? 4. Also. Der Leffly ist ja ein Truck. Gegen den Truck macht der fette 480 Schadenspunkte. Der Leffly macht gegen Panzerung 4 nur 20. Aber es ist schon übel und halt der ARL kostet 45. Und da ist noch eine ARL, genau, der ARL kostet 45, der Leffly kostet nur 10. Das heißt, wenn 4 Lefflys einen ARL töten können, und das glaube ich schon, weil wenn mit nach 4 Schüssen ist der halt fertig. Ist halt so. Und dann. Also nach 4 Schüssen ist der ARL erst fertig und die Lefflys haben in der Zeit halt auch 4 mal geschossen. 4, also mit 3, 2, 1. Macht zusammen 10 Schüsse und 10 Schüsse kann auch so ein ARL, glaube ich, nicht wegstecken. Dazu müsste das schon ein King Tiger sein. So, zurück ins Spiel. Dieses Team hat mittlerweile die Nachschubdepots alle wieder annektiert. Hier steht es da mit 3 Nachschubdepots und ein Admin gegen 2 Nachschubdepots und 3 Admins. Ziemlich gute Wirtschaft, vor allem weil hier halt die dauerhafte Wirtschaft eindeutig stärker ist als im Gegnerteam. Insgesamt sehe ich gerade, ich weiß nicht, woran das liegt, dass hier auch eine etwas andere Zeiteinstellung ist. Ich meine, dass die Katern, das sehen wir auf dem Feld der Ehre. Und ich glaube, Zeiteinstellung war eine Stunde.
kann hinhauen. Also auf jeden Fall hier jetzt gerade Azagio mit dem effektiveren Poke. Schade, gegen den, aber du brauchst einen Fanatismus, dann schießt dein, hätte dein Panzer auch nochmal auf den Lefli geschossen. Dann sähe das alles hier ganz anders aus, Naja, so, hier geht jetzt wieder die leichte Artillerie in Stellung. Kennt man nicht anders von Seth. Und die Lefleys, also hier, die Franzosen spielen sehr viel mit den Lefleys. Und den leichten Artillerien Künon 75 mm. Hier geht es jetzt auch den Artillerie an Kragen. Der Vorteil natürlich bei den Mike Matti jetzt hat, der hat einen ARL, der verträgt einiges gegen so einen Lefli. Und braucht nur einen Schuss dafür und der Lefli muss erstmal in die Schussrange kommen für den ARL. Und der ARL kann in der Zeit schon schießen. So, Azagio hat gerade hier einen Jäger einfach so verloren, wollte gucken, was da Phase ist. Ja, so warten wir jetzt mal hier so ein bisschen ab, was hier, wie das hier jetzt so weitergeht. Also die Luftwaffe des Russen ist jetzt natürlich nur auf Ärgern wir den Deutschen ausgelegt. Bei dem Deutschen sieht es ziemlich ähnlich aus. Der hat jetzt aber in einen Storch investiert. Als 25 Tag, 20 Costa. Ist jetzt nicht so die Investition, unter anderem, weil man dann halt den Luftaufklärer hat. Der Luftaufklärer sieht auch in Städte und alles. Aber halt dadurch, dass da ist jetzt kein Jäger dafür draußen. Und der Rutzki hat halt hier schon mehr Jäger jetzt als Azagio unterwegs. Was baut Azagio? Azagio baut dann eine Kaserne und McMurty baut hier das, hat hier das nächste Verwaltungsgebäude gebaut. Damit 4 Verwaltungsgebäude gegen 1. Hier das Nachschubdepot leert sich gerade. Die beiden Nachschubdepots leeren sich in nächster Zeit. McMurty hat schon kein Nachschubdepot mehr. Azagios Nachschubdepot wird sich als letztes leeren, so wie es im Moment aussieht. Außer McMurty und Azagio erreichen es noch, hier hinten noch so einmal rein zu poken und die, den letzten Nachschub zu noch zu abzufangen. So, hier gibt es jetzt gerade kurz Beef. Der ARL trifft nicht. So, jetzt können wir ja mal gucken, wie viel braucht der ARL. Kann jetzt hier Hit and Run spielen. So, Panzer 3 gegen Lefleys. Ne, Panzer 4, das ist ganz unschön ausgegangen für die Lefleys, weil die Panzer 3 gleich in Schussrange aufgetaucht sind. Und die Lefleys auch noch falsch geguckt haben. Also in die falsche Richtung. Jetzt wird hier erstmal schön in der Mitte aufgeräumt. So, dem Panhead geht's an den Kragen. Jetzt geht's der Sau an den Kragen. Die wird auch nicht mehr nach Hause kommen, denke ich. Noch ein Schuss und das ist, sie ist Geschichte. Zack, da ist die Geschichte. Genau, jetzt gehen die Panzer 3 noch hier schön auf Abfangkurs der Artillerie. Zack, Geschichte, zack, Geschichte. So, jetzt können die Lefleys allerdings auf die Panzer 3 schießen. Das ist vergleichsweise traurig für die Panzer 3. Unter anderem, weil der eine Panzer 3 jetzt angeschlagen ist und dadurch ein bisschen langsamer. So, jetzt müsstest du hier aber mal langsam in Range sein mit diesem Lefli. Putz, aber wer nicht trifft, hat selber Schuld. Na, jetzt muss er hier aber gleich mit diesem Panzer 3 aufpassen. Wenn er in die Range kommt, da gibt es einen Überfallangriff. Na, den hat er nicht auf dem Schirm, den Überfallangriff. So, mit der Lefli klärt gegen diesen Panzer 3. Und der Überfallangriff klärt halt gegen diesen Panzer 3. Aber sie wissen jetzt, ah, da hinten ist ein bisschen Panzerabwehr im Wald. Und hier ist ein Lefli. Wissen sie auch. Was der Gegner nicht weiß, ist, dass Azagio hier gerade so ein bisschen eine Bomber-Staffel aufbaut. McMurty baut sich hier auf jeden Fall
seine ARL-Armee auf. Ich meine, ARL-Armee ist schon mal so nice to have. Auf jeden Fall nicer to have als so eine Lefli-Armee, weil zum Beispiel 5 ARL auch einfach mal gegen Infanterie-Blobs ankämpfen können. Also dann machen die HE-Kanonen so viel Damage, da kommt kein Infanterist mehr gut in die Nähe. Und wenn hier halt jetzt mit Kanonen gearbeitet wird, ist das eh alles gegessen. So, McMatty verstärkt hier seine Luftabwehr. Ich glaube jetzt hier und hier rein. Damit halt Azagius einfach hat, mit der Luftwaffe über seinem Sektor zu kämpfen. Wir gehen mal kurz auf die Sicht. Was? Wie sieht das hier aus? Okay, bald jetzt 3 Nachschubdepots hier bei diesen Kollegen. Hier ging es gerade gegen, ich weiß gar nicht, war das Flak jetzt oder Artillerie? Irgendwie sowas wurde da gerade vernichtet. Aber auf jeden Fall, wir sehen hier 6 Nachschubdepots im blauen Team und 3, 4, 5 Nachschubdepots im roten Team. Da also beide Parteien ziemlich gleich auf. So ein bisschen wie in so einem StarCraft-Spiel. So einer ist so ein bisschen hinterher, hat aber den Punktevorteil. Weil ein Positioning-Vorteil würde ich daher. Ich würde fast sagen Positioning-Vorteil. Hierbei stehen die Einheiten halt außerhalb der eigenen Basis. Hier stehen, sind die Einheiten halt komplett auf die eigene Insel und eigene Basis zurückgegangen. Hier gibt es mittlerweile 6 Jagd-3 auf diesem Flughafen. Da mal mit so einem Bomber rüber gehen wäre schön. Oder so einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Das hätte echt Doppelstil. Man kriegt einmal alle Jäger. Und die beiden Admins. Das ist schon ziemlich eklig. So, hier geht es jetzt gerade um auf einen Truck. Dafür verliert der Kollege jetzt hier auch seinen Jäger. Ich weiß nicht, was für ein Truck das war. Mir fehlt eindeutig die Rückspulfunktion in Roos. Also das ist auch so. Sollte man anfangen, Roos zu modden, sollte das schon passieren. Ah, Azagio hat hier eine Kaserne gebaut. Ja, da fehlte einfach das Tarnnetz bei McMatty. Ist wahrscheinlich in dem Moment gerade ausgelaufen. McMatty geht hier jetzt auch auf 4 Admins. Also da wird der Vorteil gerade ein bisschen ausgebaut. Aber ich denke, das Gegnerteam schläft auch nicht. Genau. Das Gegnerteam ist jetzt auch auf 6 Admins. Zieht schon hoch auf 7 Admins. Weil sich da beide auf das Admin-Pumpen konzentrieren. In dem Team hier also im Moment überhaupt kein Einheitenbau. In diesem Team hier ein kleiner Einheitenbau. Ja, 2-mal Funkstill und man ist drüben. Also hier hinten dann im gefährlichen Sektor und dann schum, rüber mit den Bombern. Ich weiß nicht, was dieser Jäger hier gemacht hat. Ob der da gegen poken wollte oder sowas. Ach nee. Er hat den Truck wiederbekommen. Das lohnt sich sogar. Eine 30er Kaserne gegen so ein 25er Jack, glaube ich, oder? Aber sogar nur ein 20er Jack. Dann kann der natürlich auch besser spammen als so ein Deutscher. Denn da kosten die Jäger 25 und sind deshalb besser als so ein Jack 3. Auch wenn der Jack 3 natürlich immer noch gedeckt werden muss. Das verschwindet nie. Wirklich. Gar nie. So, hier geht's jetzt gerade den gegnerischen Einheiten an den Kragen. Genau, jetzt fährt er mit den IL hier hin, um recht bald dann auch die Panzerabwehr zu haben. Und ich würde auch fast sagen, das entscheidet jetzt schon dieses Spiel. Denn die Panzerabwehr kommt nicht mehr raus. Ja, Sturmovik. Na, Klassik. Wir wissen, dass wir uns gegen Panzer hier verteidigen müssen. Also setzen wir auf Sturmovik. Kann der Jäger... Ja, na, ja, genau. Der Sturmovik geht in den Kampf gegen Jagdflieger. Okay, er flext auch die Mähen ein bisschen runter. Das war jetzt auch eher hier so ein bisschen, glaube ich, der Poke. Um hier zu regeln.
So, diese Sturmgrenadiere holen sich jetzt hier die Panzerbasis. Das heißt, der Push jetzt von McMarty und Azagio, beide gegen die russische, gegen die französische Basis an. Ja, natürlich. Jetzt noch Legionärs pumpen. Ist nicht. So, hier geht's jetzt, ist ihm egal, ob er das jetzt erreicht oder nicht. Hier geht's jetzt auf die Admins. Einmal drei Admins des Gegnerteams vernichten. Damit ist das auf vier Admins. Wie sieht's bei den Kollegen aus? 4 und 5, also 9. Damit sind sie jetzt vorne. So, aber wir sehen hier gerade so, das geht hin und Seth ist raus. Jetzt kämpft Nine alleine auf einer Basis mit 4 Verwaltungsgebäude und dem falschen Tag, also keine Panzerabwehr zur Hand. Da sind gerade nur die Stumorvik da. Ich meine, dass die nicht so schlecht sind, das weiß ich. Aber, naja, die müssen halt auch immer wieder landen und reparieren und auffüllen und so. Und Azagio schickt gerade seine Flugarmee halt kamikaze-mäßig rein, sodass sie die gegnerischen Stumorvik davon abhalten, hier gegen seine Einheiten vorzugehen. Außerdem gibt es jetzt hier halt noch eine Masse an Panzern. Neben den qualitativ guten AR-11 von McMarty gibt es jetzt noch die qualitativ schlechten Panzer 3 des die etwas schlechteren Panzer 3 von Azagio. So, hier gibt es jetzt Fanatismus und Blitz. Raged hier sogar noch durch die Panzerabwehr durch. Man kann jetzt hier mit den Panzer 3 ein bisschen aufräumen, das Verwaltungsgebäude noch wegbekommen mit den Bombern, das Flugfeld leerräumen. Die Masse an Infanterie hier macht den AL jetzt zu schaffen, weil ein paar halt vernichtet wurden. Hier gegen diese Panzerabwehr kommt der Panzer 3 nicht mehr an. Kann auch hier nicht mehr weiterfahren, sondern sich nur noch schreiend im Kreis drehen. Aber ich meine hier, Nein hat ein Admin. Hat eine Kaserne. Ne, hat zwei Kasernen. Und halt das Hauptquartier. Und der Gegner hatte Unmengen an Admins. Sogar am Ende noch ein sechstes gebaut und alles. Also, man sieht in diesem Teil schon wieder, wer die richtige Wirtschaft hat und damit die richtige Armee baut, gewinnt das. Und wer zum richtigen Zeitpunkt Armee baut. Denn ich würde sagen, hätte Kollege Seth dort noch ein bisschen Panzerabwehr gebaut. Geschütze hätten denn jetzt ausgereicht. Natürlich die Lefleys sind besser. Oder mal die Lorraine getaggt und dann Lorraine gebaut. Als Defense gegen diese ARL. Ich meine, es waren ja nur ARL. Wäre das gut ausgegangen. Und dann so ein paar H39 hinter die Stadt. Kann man ja aus der Kaserne bauen. Irgendwie so drei H39. Und er hätte auch den Infanterie-Push aufgehalten. Das Geld dürfte er zur Verfügung gehabt haben, außer er hat sich zu sehr auf Admins konzentriert und damit zu stark committed. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Mein Name ist Hase und ich würde sagen, schönes Spiel. Nein und Seth rausgehauen von ihrem Leiter Azagio mit seinem Teampartner McMarty. Und dann sehen wir uns im nächsten Halbfinalpart wieder. Ich freue mich drauf. Ciao, bis dahin.